Willkommen am Stand von B&K Braun. Neben mir steht der Bühni. Hi Bühni. Hi, servus. Bühni, was zeigst du uns? Du hast hier LED-Scheinwerfer, die sehr interessant sind. 200 Watt LED-Scheinwerfer. Ja. Und nachher noch den Hippocritter, den gucken wir uns später an. Willst du mal anfangen? Ja, im Prinzip sind es die alten Bekannten. Wir haben hier die 18x4 Watt StudioPAR Platinum. StudioPAR-Gehäuse, wie man es eben gewohnt ist, ist mit 18x4 Watt RGBW in One bestückt. Das heißt, man kann eben hier jetzt plötzlich auch Pastelltöne mischen und sieht aber schon eine gemischte Farbe hier vorne drauf. Das heißt also, man hat keine Pizza-Optik oder ähnliches. Immer ganz gut, man ist ja keine Pizzeria, sondern Lichttechnikladen. Ne? Schön ist, dass er auf 1500 Hertz moduliert. Also es flackert auch bei Highspeed-Kameras nicht. Also damit wird es sehr interessant benutzbar. 45 Grad ist das Abstrahlverhalten oder wahlweise 25. Also man kann damit auch sehr gezielt beleuchten. Und ist ein guter Allrounder, braucht nicht viel Strom, man hat die Vorteile der LED, es ist eine lange Lebenszeit, also es fliegt einem auch keine Birne, die explodiert um die Ohren, ist auch sehr angenehm. Und Temperatur und so weiter. Ja. Ja, es wird nicht warm. Ja, das ist diese. Und damit es noch ein bisschen treffender wird für den Bereich Film, Fernsehen, Beleuchtung. Oh, ich beleuchte dich schon. Ja. Ich mach mal die Blende ein bisschen zu, dann ist nicht so hell. Haben wir hier den Authentic Spot. 200. Der Name ist Treffen, wie du schon gemerkt hast. 200 Watt LED-Power ist da drin. Gibt es in Warmweiß oder Kaltweiß? Und zwar binnengenau. Wir garantieren also auch, dass die Temperatur der Farbe die gleiche bleibt. Mhm. Oder das Weiß besser. Man braucht keinen Dimmer mehr dafür. Du kannst ein paar DMX ansteuern oder direkt per Handbetrieb an der Seite. Und du hast halt wieder nur eine Lichtquelle. Das heißt, du kannst eben die Spindel ganz normal benutzen, um Lampe von Linse wegzubewegen. Es gibt dann die Stufenlinse dafür, es gibt eine Anti-Halo dafür. Du kannst einfach genauso benutzen wie gewohnt, aber eben mit LED. Und damit hält fast ewig. Das heißt, der Bogen von der normalen Lampe über die LED ist jetzt wieder zurück. LED-Ersatz als normale Lampe. Back to the roots, genau. Wir haben im Prinzip einfach nur das Leuchtmittel hinten ausgetauscht. Mhm. Und verlieren dadurch einen Haufen Peripherie, die wir nicht mehr brauchen. Und es wird nicht warm. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wenn du 20, 30 von diesen Lampen im Raum hast und... Gerade im Studio, wenn so die ersten Schweißperlen kommen und die Maske hinterher rennt, möchte man ein bisschen mehr Kühle haben. Ne? Genau. Bühni. Ja. Hippocritter. Ja. Total fasziniert von dem Teil? Ich denke, die Kundschaft hier auch. Ich bin total fasziniert. Ja. Das freut mich. Was wir hier jetzt schon, also haben wir ja auch hier ein Seminar gehabt, war sehr interessant. Wir haben uns diesmal beschäftigt hauptsächlich mit 3D-Gebäudemapping. Das heißt eben, wir haben, man sieht es so ein bisschen im Hintergrund, wir haben gezeigt, wie man Gebäude auf Gebäude projiziert, die aber so mappt, dass man eine riesige Illusion gestaltet, Gebäude verschwinden lassen kann, Gebäude komplett umwandeln, Strukturen umwandeln, einfach nur mit der Hilfe von Green Hippo-Servern, die das dann ermöglichen, mit denen ich eben maskieren kann, mit denen ich warpen kann, Keystone, wie man es eben benötigt. Und dann entsprechend mit richtigem Content versehen, kommen solche wunderbaren Sachen dabei raus und Tausende von Menschen staunen. Und können tut es eigentlich jeder, weil die Einarbeitungszeit in Hippo ist nicht sonderlich lang. Man versteht es relativ schnell und es gibt sehr viele Tools, mit denen man das einfach realisieren kann. Kann die Kamera das vielleicht mal zeigen? Kai, schaffst du das? Monitor? Kannst du uns mal ein paar Sachen da durchklicken? Vielleicht nehmen wir gerade mal, was auch noch ganz interessant ist, die Variante Produktwerbung. Hier sind jetzt auch einfach die Flächen dieses Schuhs maskiert und einfach nur die Grundfunktion des Hippos genommen. Das heißt, es ist keine Animation in der Art, die man extra anfertigen muss. Das kann man einfach machen mit dem Server selber. Mit entsprechenden Layern, nehmen wir an, das N ist ein Layer, jede Fläche von diesem Schuh ist ein Layer und der Schuh selber ist eine große Maske. Und dann kann ich, wie man hier sieht, Effekte drüber rennen lassen und kann natürlich wunderschöne Produktwerbung gestalten, wo die Leute wirklich drüber staunen werden. Und das geht auch zum Beispiel schon mit einem Beamer und mit dem Critter, der kleinsten Version von Green Hippo in dem Fall. Kannst du noch was zeigen? Eins noch? Wenn es noch ein bisschen größer und aufwendiger sein soll, gibt es auch die Möglichkeit, das mit gesamten Gebäuden zu machen. Also sprich, das war jetzt eine Neujahrspräsentation. Da sieht man jetzt, wie ein komplettes Gebäude eigentlich wegklappt. Tatsächlich ist das Gebäude immer noch da. Die komplette Gegend wurde dunkel gemacht. Und was passiert ist, es wurde einfach nochmal wieder drauf projiziert und ein spezieller Content dafür angefertigt und gestellt. Und das sehen wir jetzt hier. Also das Gebäude ist zu keiner Zeit sichtbar. Es ist immer die Projektion drauf. Und damit ist die Illusion dann perfekt. Ich spule mal noch ein bisschen vor. Also man sieht jetzt hier, dass das alles eine einzige Projektion ist. Das heißt eben, wie gesagt, zu keiner Zeit ist das Gebäude selber sichtbar. Das sind jetzt alles einzelne Masken. Das heißt, hier ist zum Beispiel die Säule maskiert und ich projiziere dann einfach wieder drüber.
Genauso das Gebäude, das wird dann einfach nur weggeworbt sozusagen. Also ich biege das im Hippo, die eigentliche Animation, und kann dann sowas erstellen damit. Wie gesagt, durch die Tools und Funktionen im Hippo kann es eigentlich fast jeder. Also es ist relativ einfach. Man muss natürlich genau und perfektionistisch arbeiten, sowas zu realisieren. Aber auch im kleinen Maße kann man schon tolle Illusionen herstellen, wenn man sich einfach ein bisschen damit beschäftigt. Auf jeden Fall super, fantastisch. Ich habe das schon mal live gesehen. Hammer, toll. Es ist schön, wenn Menschen nicht glauben können, was sie da sehen. Das ist wirklich, die Leute staunen sich weg. Ja. Vielen Dank. Gerne. Bühni, es und ist mir immer eine Freude. Weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Jahr. Alles klar, bis zum nächsten Jahr. Ciao.